Ich spreche heute mit Sandra Navidi über den Preis des schwarzen Goldes, über den Ölpreis. Der ist lange Zeit gefallen, aber aktuell geht es wieder nach oben. Deswegen jetzt die Frage an Sandra Navidi, was ist der Grund dafür? Ja, das liegt insbesondere an einer insgesamten Verknappung der Ölmenge. Bereits im letzten Jahr haben die OPEC-Plus-Länder eine Verknappung beschlossen, um den Ölpreis zu stützen. Dann sind einige ölproduzierende Länder wie Libyen, Nigeria, Venezuela, dort herrscht das Chaos, das heißt, die produzieren ebenfalls weniger. Und die USA haben Sanktionen erhoben gegen den Iran. Diese Sanktionen bestehen zwar bereits seit dem letzten Jahr, aber die USA haben einigen Ländern davon Ausnahmen gewährt, großen Ländern wie zum Beispiel China und Indien. Und die sind jetzt aber aufgekündigt, das heißt, ab Anfang Mai ist es damit vorbei. Wer ist denn jetzt Verlierer in dieser Situation aktuell? Alle, die unter einem hohen Ölpreis leiden, das sind natürlich insbesondere die Verbraucher und ölimportierende Länder, dann natürlich der Iran selbst und die Handelsabkommen, die Verhandlungen darüber werden darunter leiden, denn China möchte sich wahrscheinlich ungern vorschreiben lassen, von wem es Öl abzunehmen hat. Also da sind verschiedene Komponenten, die mit hineinspielen. Gucken wir auf die andere Seite. Wer sind die Gewinner in diesem Fall? Großer Gewinner ist Saudi-Arabien, zu dem Donald Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner ja auch enge persönliche Beziehungen haben, geschäftliche Beziehungen. Saudi-Arabien braucht auch einen starken Ölpreis, um die innenpolitische Stabilität zu gewährleisten. Außerdem ist es günstig für sie im Hinblick auf den Börsengang von Aramco. Ähnlich sieht es bei Russland auch. Auch Russland profitiert und braucht ebenfalls eben auch diesen höheren Ölpreis. Sie haben Iran schon angesprochen. Was sind jetzt die Konsequenzen für den Iran in diesem Fall? Ja, im Grunde genommen möchten die USA, dass die Iran überhaupt kein Öl mehr exportieren darf. Das wäre natürlich eine absolute, also möchten sozusagen den Iran wirtschaftlich aushöhlen, aushungern, damit in die Knie zwingen im Hinblick auf das Atomabkommen und das Raketenabkommen, um sie wieder an den Tisch zu bringen. Man muss sehen, dass der Iran, ihm geht es schon seit langer Zeit wirtschaftlich sehr schlecht. Deswegen herrscht auch dort innenpolitische Instabilität. Es gibt soziale Unruhen. Natürlich wird es weiterhin auch Schwarzimporte, Schwarzabnahmen geben und auch Abnahmen in anderer Währung. Das heißt, wenn Indien zum Beispiel dann weiterhin dort Öl abnimmt, dass sie zum Beispiel in Rupie abrechnen und nicht mehr in Dollar. Ja, aber macht sich damit denn Trump dann überhaupt einen Gefallen mit diesen Plänen? Nein, wie so häufig mit diesem Konfrontationskurs schießt er sich selbst in den Fuß. Wie gerade erwähnt, schwächt er damit die Leitwährung, den Dollar als Leitwährung. Innenpolitisch auch hier kommt ihm der hohe Ölpreis nicht zu Pass, denn er steht bald wieder Wahlen bevor. Das ist also insofern negativ. Und er ist ja sehr angreifbar insgesamt. Er steht unter Druck an allen möglichen Fronten. Also von daher war das kein schlauer Move. Danke, Sandra.